Das ist Jones und der Sieg. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 Challenge. Ihr könnt mir eure Herausforderungen einfach in den Chat, ne, nicht in den Chat, in die Kommentare posten. Die Leute im Chat gerade in Livestream-Aufnahme sind noch über 100, können entscheiden, welche Challenge letztendlich genommen wird und die über den Chat dabei sind, können letztendlich auch können dafür wetten oder können dafür abstimmen, ob ich eine Challenge gewinne oder nicht. Und Gewinner bekommen eine Superfriends-Mitgliedschaften gratis. Ja, eure Challenge, da haben 27 Leute gesagt, die schaffe ich und 7 Leute sagen sie nein. Also, Chancen stehen anscheinend ziemlich gut. Die heutige Challenge kommt wieder von Schmoko, euren Lieblings-Challenge-Geber anscheinend. Er sagt, die Beat Schmokos Clock Challenge, Match at 1-on-1, Normal, Schwung, Schnell, Arena, Smackdown. Schwierigkeit leicht, Dude, R-Truth, Gegner, Randy Orton, Bedingungen zeige 4 Taunts, besiege Randy Orton innerhalb von 2 Minuten und 4 Sekunden. Du darfst nicht aus dem Ring gehen. Ringout habe ich ausgemacht mit den Trainern. Du darfst nicht aus dem... Ja, habe ich schon gesagt. Wenn du das geschafft hast, hast du mich besiegt. Habe die Challenge ausprobiert und habe das Limit auf 2 Minuten 4 Sekunden gesetzt und es selber geschafft, es zu unterbieten. Er hat auch ein Video hochgeladen. Das verlinke ich euch hoffentlich in der Videobeschreibung. Ansonsten schreibt mir einen Kommentar, dann haut ihr euch den rein. Du hast 2 Anläufe, um die Challenge zu meistern, musst aber nicht 2 benutzen. Okay, 2 Versuche. Deswegen würde ich mal sagen, geht's hier los. Hab alles eingestellt. Oh, ich bin gespannt. 2 Minuten 4, ich habe auf 3 Minuten Time Limit gemacht. Man kann nur volle Minuten einstellen. Und deswegen, also bis 56 Sekunden habe ich Zeit und 4 Tonnen, ist egal. Timer brauche ich gar nicht anmachen. So, also Match neu starten. Los geht's! Ich bin gespannt. So, ich bin Achu auf leicht, wie gesagt. Aber halt, die Zeit ist halt unser Gegner, ne? So, ich glaube, ich habe Chain Grabbings ausgemacht schon vorher. Lässt du mal auf jetzt hier? Ach stimmt, ich brauche gar nicht darauf achten. So. 4-mal taunten soll ich. Das Coole ist, wir werden ja gar nicht dann... Ach, scheiße. Ich muss erstmal rausfinden, welche taunten sind. Wir müssen ja gar nicht darauf achten, dass er kontert, weil er das eh kaum tun wird, ne? Jetzt, was soll das denn jetzt? Ich glaube jetzt... Okay, das erste Mal werden wir, glaube ich, verlieren. Ich meine, ich kann hoffen, dass einfach der erste Signature und Finisher dann durchgeht, ne? Wir brauchen noch 4 taunts. Ich weiß nicht, welche sind die kürzesten taunts. Gott, da brauchen wir ewig zum Hochkommen, ne? Das war eine doofe Idee. So, das zählt auch nicht, ey. Das kann nicht wahr sein. So, warte mal. Wir machen Running-Aktion, wie sich das gehört. Okay, das schaffe ich nicht. Beim ersten Mal nicht. So, das ist auch ein zu langer Taunt. Ne, der geht. Okay, ein Taunt. So, wartet. Fuck, wir haben nur eine Minute. Leute, ernsthaft? Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. So, jetzt haben wir nur noch eine Minute. Ne, beim ersten Mal schaffe ich das nicht, ey. Dann halt noch 2 Versuche und ich meine, die würden mir reichen, klar. So. Dann der zweite Taunt. Machen wir den dritten hinterher. Ah, vielleicht schaffen wir es doch. Mal sehen, wenn alles gut geht. So, hör auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, letzter Taunt. Und wenn wir Glück haben, reicht das. Moment. Signature Move. Signature Move, wie war da nochmal? So irgendwie. Und dann der Finisher direkt hinterher und dann würden wir es eventuell schaffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ist der Special Moves? Ist der Little Jimmy hier, ja, alles klar. So, pass auf, geladener Finisher und hoffen, dass er durchgeht. Ey, Freunde. Wenn dann das Cover durchgeht, hätten wir es schon geschafft. Und dann wäre dann wirklich echt schnell. Er ist orange. Ey, komm, das ist die Chance. Das ist die Chance und der Sieg. 1, 2. Ey, es gibt... Nein. Okay, das schaffe ich nicht. Okay, wir brauchen den zweiten Versuch. Schade. Da muss ich doch noch mehr auf ihn raufgehen. Leider nicht geschafft. So, ihr seht schon. Mist. Schade. Gut, also bei 56 Sekunden wäre vorbei gewesen. Ich werde trotzdem noch mal ein bisschen gucken, wie die Taunts sind. Ich werde den zweiten, Versuch also brauchen. Aber ich gucke erst noch mal ein bisschen mit den Moves und so, was man da am besten macht, ob ich einfach mit Running Moves am besten vorbeikomme oder am besten hier umkomme. So, so rausgehen kann ich nicht, wie gesagt, habe ich ausgestellt. No. Ja, am besten, ja. Was haben wir? Haben wir noch eine gute Running-Aktion? Ja, machen wir halt immer die Running-Aktion, ne? Alles klar, dann probieren wir das nochmal. Zweiter Versuch! Ja, Running-Move, Noob, ich denke ja auch. Tut mir leid, aber wird nicht anders gehen. So, los geht's. 2 Minuten Zeit. So, erster Taunt. Okay. Ihr macht deine Aktion. Ah, fuck, dauert zu lange. Die dauert zu lange. Das war eine schön doofe Idee von mir. So, zweiter Taunt. Okay. Komm jetzt hoch. Ich glaube mit Schlägen waren wir immer gut bedient, ne? So. Ach, scheiße. Ach, scheiße, ey.
Ach, scheiße. Kommt zurück, direkt schnell. Jawohl. Hoch. Taunten. Der dritte wär's. Ey, anderthalb Minuten nur noch, ne? Wie soll man das denn schaffen? So. So. Schnell. Immer rauf da. Er muss. Er will ihn rot haben. Irgendwo dann schon. Ist er schon angeschlagen, einigermaßen? Weiß ich nicht. So, komm entgegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Neckbreaker, alles klar. Wir haben ihn gelb. Wir haben ihn gelb da. Das war wieder die doofe Idee. Ach, scheiße. Eine Minute noch, Franz. Die da, die musst du gut verwenden. So. Weiter raufhauen. Warte mal, wir haben den Light Detector. Aber Little Jimmy geht auch im Schädel, ne? Truth of Consequences. Dann haben wir... Light Detector geht schneller vorbei, ne? So, perfekt. So, das heißt, ich würde ihn gerne auf Orange haben. Am Schädel. Und dann den Light Detector direkt ausführen. Ah, das dauert zu lange. So eine Scheiße, ey. Das dauert zu lange. Das schaffe ich leider nicht. Och, Mann, ey, Freunde. Ich habe mein Bestes probiert. Och, Mann. 20 Sekunden, ey. Oh, jetzt wird Zeit. Jetzt müsste ich den gleich ausführen. Jetzt müsste ich den wirklich gleich ausführen. Okay, ja, okay. Jetzt muss es sein. Sonst komme ich da nicht mehr hin. Light Detector. Vielleicht. Es muss klappen. Komm. Eins, zwei, drei. Donner geschafft. Juhu. War knapp. War knapp. Kurze Challenge, aber wieder unter Zeitdruck. Wie gesagt, da muss man viel schaffen in der Zeit. Leute haben richtig getippt. Nur noch 10 Sekunden to go gewesen oder so. Hätte ich gedacht, dass er beim Orange noch rauskommt. Ich sage, Leute, war einfach. Ja, könnt ihr mal probieren. Da müssen wirklich alle Aktionen durchgehen, man muss sich konzentrieren, dass es auf den Kopf geht und alles so weiter, ne? Leute im Chat freuen sich, denn die meisten haben auf mich getippt, das ist sehr schön. Das heißt, aktuell Zwischenstand ist nun 4:3 für mich wieder. Ich führe, ne? Wer als erstes 8 Punkte hat in einer Staffel, holt sich den Sieg. Das heißt, ist alles noch gleich auf und das kann in der nächsten Woche dann sich direkt wieder wenden. Vielen Dank an alle, die an mich, geglaubt haben. Nicht vergessen, ein Video einen Daumen hoch zu geben, Airlock auszuschalten. Ihr könnt nächste Episode schon am Montag sehen, anstatt Dienstag. Wenn ihr Teil der Hashtag-Superfans seid, derjenige oder einer derjenigen, die auf Ja getippt haben werden, oder die auf mich getippt haben werden, auch die Chance hier, oder wird Superfans bekommen, ne? Und seid bei Livestreams dabei, ihr seht das hier wahrscheinlich am Samstag und sonntags streame ich ja meistens dann Challenges. Kann sein, dass ich das diese Woche schon am Samstag mache, weil ich dann schon bald zu Gamescom aufbreche, und ich da ein bisschen Vorbereitungszeit brauche. Mal sehen, mal sehen. Darum war cool, bleibt cool, euer Franz, euer Zock, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.